Also haben wir gestern gegen Leverkusen ein Spiel. Es ging hin und her, Zweikämpfe ohne Ende und Emotionen waren auch drin. War das genau dein Spiel? Ja, es war, wie du gesagt hast, sehr ein intensives Spiel und klar, solche Spiele machen auch Spaß. Schlussendlich, wenn du vom Spiel gehen kannst, sagst du, du hast alles rausgehauen und war ein bisschen ab und zu auch sehr aggressiv, aber immer noch alles im guten Rahmen. Nach dem Spiel haben fast alle gesagt, Remis geht in Ordnung, jetzt so mit einem Tag Abstand betrachtet. Siehst du das auch so? Klar, schlussendlich können wir zufrieden sein mit einem Punkt gegen Leverkusen, weil Leverkusen ist momentan sehr stark und sind auch auf dem zweiten Tabellenplatz und es konnte gestern auf beide Seiten kippen und deswegen können wir schlussendlich mit dem 0-0 zufrieden sein. Die Statistik sagt, dass du in 26 Bundesligaspielen bisher eine Torbeteiligung hast. Das ist ausbaufähig. Gestern war es haarscharf dran an der zweiten Torbeteiligung. Hast du die Szene noch im Kopf? Auf jeden Fall die Flanke, wo ich einschlage, dachte, die ist zuerst drin. Aber irgendwie war vielleicht Lukas auch überrascht gewesen, dass meine Flanke mit links so gut ankommt. Nee, klar, wäre schön gewesen, wenn es ein Tor gegeben hätte. Hauptsache, jemand schießt ein Tor und wir gewinnen, Hauptsache. Wir haben in den vergangenen drei Spielen überhaupt keine gelbe Karte bekommen, gestern gleich 7. Du warst auf dem Platz. War das Spiel jetzt so wahnsinnig hart oder saßen die Karten vielleicht ein bisschen locker? Ja, beides. Wir waren auch hart, auch klar, aber Leverkusen auch. Aber bei uns waren sie immer ein bisschen schneller draußen, die gelben Karten. Aber eben, jetzt ist mal so ein Spiel, wo es schneller gelbe Karten gegeben hat. Das gibt's, aber wir sind eigentlich nicht eine Mannschaft, die eine Tretermannschaft sind. Im Kalenderjahr 2018 standst du in allen 4 Spielen bisher auf dem Platz. In der Hinrunde, auch wegen einer Sprunggelenksverletzung, fast überhaupt nicht. Ist es so ein typisches Beispiel dafür, dass es sich lohnt, immer dran zu bleiben und dass es im Fußball ganz, ganz schnell gehen kann? Auf jeden Fall. Es war auch keine einfache Zeit in die Vorrunde, klar. Und man macht sich auch immer einen Kopf und so. Aber trotzdem, man muss immer halt arbeiten und immer dran glauben, dass man wieder zurückkommt. Und ich bin so ein Typ, der nie aufgibt. Und jetzt bin ich froh, dass es so im Moment gut klappt und dass ich auch, wenn ich auch verletzungsfrei bin und auch ohne Schmerz. Und gerne ungeschlagen bleiben. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir bis zum letzten Spieltag ungeschlagen sind, aber Samstag Hannover, da fahren wir schon auch hin, um was mitzunehmen. Ne? Auf jeden Fall, es ist schön die Serie, aber mit dem können wir jetzt im Moment noch nichts kaufen. Wir müssen wirklich schauen, dass wir auch 3 Punkte anfahren jetzt und das gerne gegen Hannover nächste Woche. Danke dir, schönen Sonntag noch. Merci.